Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu hässlichsten Haus voll Welt. Knack. Irgendwie ist gerade kein... Ja, danke. Ich glaube, es ist auch gerade ziemlich laut. Was soll das? Oder wahrscheinlich höre nur ich das. Ich werde es kurz bei mir leiser machen. Grafikeinstellung, Sichtweite ist okay, schön. So, hatte noch auf Server-Einstellungen, das ist natürlich dann etwas dümmer. Erstmal ein herzliches Willkommen zurück, ich weiß jetzt nicht, wie lange es keine Folgen mehr gab, weil ich glaube, vor 3 Tagen kam die letzte. Bei mir ist es aber länger her zum Aufnehmen, aber diese 2 Herrschaften hier werden jetzt Kinder kriegen. Habt ihr verstanden? Ihr werdet Kinder kriegen. Ganz viel Liebe müsst ihr machen. Damit ich ein kleines Dorf aufbauen kann. Mein Ziel ist es nämlich jetzt hier, ein Bauernhaus bauen zu können. Aber da brauchen wir ganz viel Schwarzeichen. Aber ich glaube, wir haben sogar recht gut. Und wir backen ein bisschen die Grafik rum. Ganz normal. Oder liegt das im Shader? Ich glaube, es liegt am Shader. Wir machen mal den Robobo rein. Ja, der ist besser. Backt immer noch rum. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht habe ich meinen Optifine kaputt gemacht. Kann ich mir gut vorstellen. Oh, es wird dunkel. Erstmal sollten wir schlafen gehen. Ich habe jetzt das länger nicht mehr gespielt, weil manchmal denkt man einfach, man hat mal voll Lust aufzunehmen. Hallo, Hundis. Ja, oh, ein bisschen niedlich. Manchmal hat man so keine Lust aufzunehmen. Und dann kriegt man voll die Lust drauf und oh. Rein ins andere Extrem sozusagen. Ich nehme gerne Minecraft auf und ja, das zwischendurch ist es praktisch, aber irgendwann habe ich auch immer die Schnauze voll davon nehmen. Das heißt, es können mal öfter ausfallen. Erstmal schlafen. Aber wenn ich schon mal am Schlafen bin, erstmal ein Kommentar. Und zwar von dem lieben Appe von Hamster, der gerade etwas abgeschnitten ist. Momentum. Müssen wir etwas vergrößern. So, jetzt soll es besser sein. Also, ich habe ja um Gesprächsthemen gebeten, was ich sehr toll finde übrigens. Also erstmal das Thema Mobbing. Ich glaube, das Thema hatten wir noch nicht, aber ich hatte es mal im Livestream, wo viele zugeschaut haben. Da habe ich ein bisschen erzählt, das kann ich gerne mal erläutern. Und natürlich die Videospiele, die gehypt werden momentan. Kann ich auch gerne machen. Muss ich jetzt mal ausblenden. Blendi. Erstmal Mobbing. Mobbing habe ich leider auch hinter mir gehabt. 9 Jahre lang. Und, also es war nicht extremes Mobbing, aber es war Mobbing halt in die Außenseiter, keine Freunde. Und das, ja, das merkt man halt ein bisschen. Auch von der Freundschaft her oder meines Vertrauens her und so weiter. Das ist dann, eine andere Sache. Und ich habe das hinter mir, aber ich habe nie eine großen Hehl daraus gemacht. Das war einfach so, Ich trage es zwar mit zum Teil, Thema Selbstbewusstsein beispielsweise, aber dass ich jetzt groß Probleme deswegen habe, glaube ich nicht. Ich habe eher das Gefühl, dass es mich zum Teil stärker gemacht hat, dass ich, also ich kann von mir behaupten, dass ich recht intelligent bin. Das klingt jetzt hochgestochen, es tut mir leid, aber es ist jetzt so. Und durch meine Intelligenz habe ich einfach begriffen, scheiß drauf, was bringt es? Irgendwann ist das vorbei. Und mittlerweile ist es vorbei. Und das hat mich irgendwie... Also klar war es in diesem Moment immer scheiße, aber was willst du machen? Ich habe einfach mein Ding durchgezogen und irgendwann war die Schule beendet. Ich war dafür sehr gut in der Schule. Und ja. Eigentlich kann ich solches Holz auch mitnehmen. Wie sind eure Erfahrungen mit Mobbing? Meistens ist ja wirklich Mobbing entweder, dass man gemobbt wird. Oder jemand wird gemobbt. Oder du merkst, also es kann gut sein, dass du mal es selber nicht merkt, dass man jemanden fertig macht. Weil es irgendwann einfach nur noch lustig ist. Und wenn man dann noch in der Klasse beliebt ist deswegen. Oder ja, das Beste, was man gegen Mobbing helfen kann. Also ich finde, Lehrer helfen nicht immer. Aber man sollte es wenigstens mit Lehrern versuchen, auch wenn ich sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht habe. Entweder hat es die Lehrer nicht interessiert oder man hat einfach darüber geredet. Was hilft darüber reden, wenn es noch schlimmer passiert?
Naja, und dann haben es die Lehrer irgendwann nicht mehr interessiert und ja, das ist dann am Ende passiert damit. Ich bin nie gern in Sport gegangen oder so, weil man natürlich immer Teamspiele gemacht hat und dann ist man entweder das Letzte oder einfach unbedingt im Team gewesen. Aber dann hatten wir einen Sportlehrer, der hat das toll organisiert. Der hat eben keine Teamspiele gemacht. Oder wenn er gemacht hat, hat er sie selber gemacht. Und haben ein so tolles Spiel gemacht, wo ich auch mein Potenzial zeigen konnte. Und dann hat mir Sport sogar Spaß gemacht. Und man hat Musik gehört im Sport. Also in dieser riesigen Halle einfach Musik gehört. Ich habe meine eigene Musik mitgenommen. Das hat jeder cool gefunden. Wir haben Anastasia gehört. Das fand ich extrem cool. Das war einer der coolsten Lehrer, die ich hatte. Ja. Dafür hatte ich andere Probleme in der Schule. Hust, Hust, betreff. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Bei uns nennt man das Schnuppern, wenn man eine Lehre geht. Also nach der Schule macht man eine Lehre, also eine. Wie heißt das bei euch? Eine Ausbildung. Jetzt, genau. Bei uns heißt das Schnuppern, wenn man den Beruf sozusagen angucken geht. Und schnuppern geht man manchmal auch, wenn man gerade aufgenommen werden möchte, so zum Probearbeiten. Und ich habe mich nie getraut, irgendwo anzurufen wegen Schnuppern. Keine Ahnung, ich habe eine Phobie vom Anruf, also nicht eine Phobie. Ich kann es zwar so nennen, ich habe so ein ungutes Gefühl, wenn ich jemanden anrufen möchte. Das gefällt mir nicht, ich hasse das. Ich hatte auch früher voll das Problem mit Teamspeak, mittlerweile geht's. Auch wenn ich immer noch nicht so gerne in Teamspeak gehe, genau wie anrufen, das ist einfach... Ich krieg so ein ungutes Gefühl und drück mich davor, das ist nicht mehr normal. Heute ist es besser, Gott sei Dank, aber damals, es kann es eben darauf auf Mobbing zurückführen. Ja. Und wenn man dann Schule gewechselt hat und dann ein paar Leute mitwechseln und die Klasse dazu bringen, dich auch noch fertig zu machen, dann ist das nicht sehr toll. Ja, das ist dann die negative Seite. Was man machen kann, man kann versuchen sich zu wehren, wenn man bissige Kommentare zurückgibt, kann das meistens schon helfen. Versucht euch zu integrieren, sucht euch Freunde. Wirklich, versucht nicht noch zu fördern, indem ihr wirklich alleine geht und nicht zutraut, gar nichts. Wenn ihr wirklich nett seid und zu allen geht, dann findet ihr Freunde. Und wer Freunde hat, der wird ihn gemobbt, weil sonst hast du gerade jemand ein paar Leute an der Backe. Und wenn jemand gemobbt wird, unterstützt ihn. Wenn er jemand, der gemobbt wird, Unterstützung erhält, dann ist die Wahrscheinlichkeit klein, dass er weiter gemobbt wird, weil wer möchte sich schon mal mit mehreren Leuten anlegen. Und am Ende ist dann der mobbt, der fertig gemacht wird und das hat er dann, ja. Dann gibt es die Variante, das ist bei mir eben nicht so, weil ich ein frohes Gemüt habe. Es gibt die Leute, die hauen eine rein und dann hat sich's damit erledigt, weil sie dann nicht mehr auf die Fresse haben wollen. Kann helfen, muss es aber nicht. Am Ende kann es mehr Konsequenzen für dich haben, als für der dich gemobbt hat. Weil Gewalt ist keine Lösung für mich. Aber es kann helfen. Wenn ihr einem wirklich auf die Nase gibt, wenn er euch fertig macht, dann kann sich das erledigt haben. Aber man muss natürlich wirklich aufpassen, ne? Bei diesen Situationen. Und wenn ihr gemobbt werdet, geht einfach zu euren Freunden und ja. In meiner Berufsschule war das Problem so. Da ich ja das gewohnt war mit Mobben und so, habe ich das eigentlich, also es gibt auch noch, ich laber durcheinander, aber es gibt einen Unterschied zwischen aktiven Mobben und Necken. Man darf es nie verwechseln, weil Necken gehört auch dazu. Jeder macht mal dumme Sprüche oder die Klasse lacht mal wegen irgendwas, also das ist ganz normal, das ist kein Mobbing. Dumme Sprüche kommen immer. Ob du jetzt ein Mobbingkind bist oder einfach der Klasse angehörst. Das ist immer so. Dafür war ich der Zuhörer. Ich kannte Geheimnisse der Schule, da glaubt ihr nicht, was ich alles gehört habe. Ich hätte gewisse Dinge ausplaudern können, dann hätten die anderen geguckt. Weil man gedacht, also ich habe viel gelesen und ich habe sehr gute Ohren und ich kann sehr gut Multitasking lesen und zuhören. Und wenn man da so gewisse Geheimnisse im Flüstern hört oder einfach weil man nur nebendran hockt und liest, ja, man wusste, wer auf ihn steht, wer irgendwelche Sachen gemacht hat, also das fand ich immer am lustigsten, aber ich habe das nie rausgemacht, ich fand es so lustig, dass ich es jetzt weiß. Und in der Berufsschule habe ich Freunde gemacht und die haben dann gemerkt, dass ein paar immer scheiß Kommentare machen und die haben dann sich beim Lehrer beschwert, dann hat sie mich angesprochen, so,
Der und der, der macht solche Scheiße mit dir. Und ich so, oh, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Das ist mir eigentlich egal, weil es mich einfach nicht mehr stört. Knack. Habe ich irgendwas Leckeres zu essen? Ich habe Äpfel. Lecker. So, Bauernhaus. Wie ist es denn euch bei Mobbing? Habt ihr Erfahrung mit Mobbing? Also wurdet ihr schon mal gemobbt? Oder werdet ihr gerade gemobbt? Und wie geht ihr damit um? Natürlich, man darf sich davon nicht fertig machen lassen. Es ist eigentlich, blöd gesagt, egal was sie sagen, am Ende ist es irgendwann vorbei und sie werden sich irgendwann schämen, außer sie sind dumme Menschen, dann werden sie sich nicht mehr schämen. Ja. Man muss halt ein bisschen damit aufpassen. So, ich hoffe, unsere Dorfbewohner da haben sich gut eingelebt. Habt ihr schon ein Kind gemacht? Ist eigentlich hier noch ein Dorf? Nein. Dann nehme ich das wieder weg. Guten Tag. Da ist einer und hier ist einer. Kein Kind. Ich mach mal auf. Ihr könnt rauskommen, Kinder. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis sie ein Kind machen. Und sonst lebt ihr halt im Alter. Das ist gefährlich hier. Jetzt ist es nicht mehr gefährlich. So. Jetzt haben wir sogar noch ein Okay, ich habe alle verbraucht. Sehr gut. Ja, Mobbing ist halt ein großes Thema. Und es gibt verschiedene Arten von Mobbing. Es gibt Mobbing, das einfach nur dumme Sprüche macht und dich jeden Tag fertig gemacht wird. Auch im Mobbing kann auch sein, wenn du ausgeschlossen wirst. Das ist leider Gottes Mobbing. Weil es sich dann weiter und dann machen alle dumme Sprüche, weil du der Außenseiter bist. Und ja, das ist Mobbing. Schlicht und einfach. Wenn, aber es gibt noch das andere, wo man auch körperliche Gewalt anwendet und so hänselt und dann Dinge macht wie körperliche Gewalt oder direktes Angreifen oder tägliches Hänseln durch irgendwelche Gemeinheiten, das ist dann auch Mobbing und da solltet ihr wirklich Hilfe rufen. Sagt es ruhig auch euren Eltern. Wenn es wirklich schlimm ist, wechselt die Schule. Auch wenn es vielleicht dann etwas länger dauert, den Weg oder so. Wenn es dann euch viel besser geht dadurch, dann hat es sich schon gelohnt. Haben wir irgendwas, das ich wegwerfen kann? Ich habe ganz viele Glasflaschen. Und ein Eichenholzbrett, warum auch immer. Und ein Stein. Toll. Ich sollte eh schlafen gehen. Ja, unsere Stadt wächst irgendwann. Oder unser Dorf. Ist das das Schwarzeichendorf? So. Gehen wir erstmal hier hoch. Erstmal schlafen gehen. Ich habe, naja, mein Selbstvertrauen ist kaputt. Aber ich weiß ja nicht, ob das immer schon auch so wäre, wenn ich wirklich nicht gemobbt werden würde. Tun. Und wenn man dann halt in einem Kaff lebt und dann jeder jeden kennt, wie immer halt. Dann es hilft es nicht wirklich jemanden weiter, der gemobbt wird, weil da bringt es nicht. Wenn du irgendwann gemobbt wird, kenne ich das ganze Kaff, alle Schüler, alle. Was wird das? Geh doch weg da! Ich geh da hin, ich störe dich beim Bauen, cool! Danke. Wirklich sehr nett von Ihnen. Ich will noch nur schönes Gras hier haben. Naja, Erde kann man wiederverwenden. Und jetzt werde ich das zubauen hier. Damit diese Höhle dann auf Nimmerwiedersehen verschwindet. Da ist ja ehrlich. Das sollte dann nichts spawnen. Aber das heißt, hier können dann auch mehr Zombies spawnen, weil ein bisschen weniger Licht hier ist. Aber egal. Huch. Naja, wir haben ja genug Erde. Die Erde. So. Alles zurück machen. Wie steht ihr zu Mobbing?
Habe ich ja schon gefragt. Es würde mich sogar sehr interessieren, weil andere Erfahrungsberichte habe ich ja von anderen YouTubern, die das Thema hatten oder eben aus den Kommentaren, und mich interessiert sowieso sowas recht gut. Und wie ist eure Erfahrung bei Lösungsansätzen? Was denkt ihr, was hilft und was weniger hilft? Ich gehe wieder Erde einsammeln. Jetzt kann ich das ja. Blab, 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 blab. Lecker, schmecker, Erde. So, und dann haben wir hier schöne grüne Fläche. Das kann ich. Und langsam ein sehr flaches Gebiet. Was auch gut so ist, denn ich mag es hügelig nicht so. Und dann hat man etwas geleistet, den man schon terraformt hat. Das finde ich dann cool. Sehr gut. Ihr müsst einfach Kinder kriegen. Ne? Ihr müsst. Und sonst stecke ich euch ins Bauernhaus. Dann mache ich ganz viele Türen rein. Könnte ich wirklich, dann könnte ich das so züchten. Indem ich sie einfach ins Bauernhaus mit ganz vielen Türen stecke. Das ist der Plan, Bob. Das ist der Plan. So. Ganz viele Tiere formen. Und dann in der nächsten Folge können wir dann auch endlich anfangen. Hey. Dauert nur sehr lang, weil Planung und Terraformen und Farmen und das dauert meistens sehr lange, und da bin ich froh, wenn ich Gesprächsthemen habe. Darum werden wir erstmal da. Diese Schaufel ist Haltbarkeit, toll. Irgendwie backt gerade alles rum mit dem Shader. Daumen runter. Ich glaube, ich fange jetzt schon an mit so Terraformen. Dann sehen wir mal, wie schön das ist, wenn es flach ist. Flachbrüstig. So. Und ihr so. Wie geht's euch so? Habt ihr mich vermisst? Sagt bitte ja, sonst werde ich ganz traurig. Nein. Alle denken immer, ich bin ein Sensibelchen oder würde gleich anfangen zu heulen, aber das stimmt überhaupt nicht. Auch wenn ich so rüberkomme, ich bin ein sehr mitfühlender Mensch, aber. Und ein sehr gefühlvoller Mensch. Aber das heißt nicht, dass ich Zeugs nicht verkraften kann. Und dann behandeln mich Leute einfach, als wäre ich ein Baby. Und das hasse ich. Das hasse ich abgrundtief. Wenn das dann Leute denken und da so, oh, der, du darfst ja nicht so böse zu dem sein oder so. Und ich habe meinen eigenen Charakter. Ich bin manchmal echt. Ich kann nervtötend sein. Ich habe auch den Komplex, dass ich niemandem zu nahe treten will oder Fehler machen will oder dass ich denke, dass ich Leute, die ich mag, dass ich die, dass sie plötzlich mich nicht mehr mögen, was eigentlich totaler Schwachsinn ist. Hat sich Gott sei Dank jetzt gebessert. Und bin ich froh, dass es sich auch geändert hat. Und ich mache mir viel zu viele Gedanken um Dinge, die ich damals gekannt habe. Und oh. Ist einfach unvorstellbar. Und dann lerne ich Leute kennen und die sagen mir dann, Draco, ganz ruhig, ich habe nie so gedacht. Ich habe schon vergessen, warum und so weiter. Da bin ich dann sehr froh und ich bin manchmal idiotisch dadurch. Und ja, das stört mich sehr. Das stört mich wirklich sehr, aber ist nicht änderbar, also doch eigentlich schon, ich versuche es ja zu ändern, aber schlussendlich, ich bin wie ich bin, akzeptiere es oder lass mich in Ruhe, denn ich hatte auch schon Leute, denen das nicht so gepasst hat. Ja gut, daraus lernt man dann auch eben, aber Leute, die dann so scheiße drauf reagieren, sind dann auch nicht so die besten Leute, und ja, das ist dann auch nicht so toll. Toll, toll, toll. Ah, die Sonne scheint und es ist schön. Und wir machen Terraforming. Yay! Das heißt, es muss nur noch bis hier weg. Dann haben wir genug Platz. Ich weiß nicht, wie groß dieses Haus werden soll. Muss ich erstmal gucken. Vielleicht wird es gar nicht so groß. Ist halt ein Bauernhaus, ne? Vielleicht mache ich es im Grong-Stil, wie er es hatte, sein Haus. Keine Ahnung. Ah, ich vermisse Krongs Minecraft Let's Plays. Die waren so toll. Besonders, weil er auch viele Themen hatte und, oh. Vielleicht kommt es ja irgendwann wieder. Im Livestream hat er es ja schon gespielt. Aber im Let's Play fand ich das irgendwie angenehmer. Und wie ich sehe, ich muss leider die Folge beenden. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich werde das dann fertig terraformen und dann können wir endlich weitermachen. Und ja. Ciao.